Hallo Leute, ich bin Lone Wolf und willkommen zu einer weiteren Folge von Armored Warfare Projekt Armada PvE. Und das ist nicht nur eine neue Folge, sondern ich zeige euch einen neuen Tank. Nicht nur, dass das ein nächster Tank Tier 2 ist, sondern auch eine Tank, den komplett neu dazugekommen ist, Freunde. Es sind mehrere Tanks, die dazugekommen sind, also unsere OT war der neu und das ist der nächste neue Tank, der in Tier 2 dazugekommen ist und dieser Tank heißt T92LT. Wie man hört, LT bedeutet Light Tank. Ja, das ist ein weiterer Army Light Tank, erinnert mich irgendwie an zwei Panzer von World of Tanks, erstens T71 und zweitens LIMX. Aber wir sind nicht in World of Tanks, zum Glück muss ich sagen. Wir sind in Armored Warfare. Also los geht's, Freunde. Wir machen heute folgendes. Ich werde euch erstmal die Statistiken hier durchlesen, dann die Modifikationen und am Ende die Munition und dann gehen wir zu PvE-Gefecht. Los, wir fangen mal an, Freunde. Und zwar als allererstes sprechen wir über Durchschlag und Schaden. So, Schaden 250 machen wir, Durchschlag 245, Freunde. So, dann gehen wir weiter. Schaden in der Minute 2847 und Ladezeit 5,23 Sekunden, Freunde. Dann unsere Panzerung, Freunde, und unsere HP-Wert, kann man so sagen, 1880 haben wir HP-Wert, 17, 25, 10 unsere Panzerung, und zwar 17 vorne, 25 seitlich und 10 hinten. Ich weiß nicht, aber irgendwie bei manchen Panzern sind eigentlich vorne der am meisten gepanzerten sind, aber hier ist es halt seitlich und diese Wanne wurde aus Stahl gefertigt, Freunde. Jetzt kommen wir zu der Turmpanzerung und zwar 32 19 19, also 32 Turm vorne, 19 seitlich, 19 hinten, ebenfalls aus Stahl. Also wie wir sehen, wir haben gar keine Panzerung, jeder kommt durch, sogar so eine wie wir. So, dann gehen wir zu unserer Geschwindigkeit, 72 Kilometer in der Stunde. In 3,4 Sekunden kommen wir auf von 0 auf 32. Unsere Masse ist 18,497 Tonnen. Drehgeschwindigkeit 49,17 Grad. So, Freunde, jetzt kommen wir zu unseren Tarnwerten. Und zwar Tarnwerten sind umkreisend 28. Unsere Sichtweite ist 435 Meter. So, jetzt kommen wir zu die letzten Daten. Und zwar unsere Kanonenschwenkung. Ja, hoch, runter, hoch, minus 6, minus 10. Unsere minimale Streuung 0,150, unsere Zielerfassungszeit 1,8, unsere Drehgeschwindigkeit von dem Turm ist 38,16 Grad in der Sekunde. So, Freunde, jetzt kommen wir zu Modifikationen von diesem Tank, Freunde. Und zwar, ich würde euch gerne zeigen, die ganzen Modifikationen, was dieser Tank besitzt schon am Anfang. Hier wurde bei mir alles ausgelernt, weil ich ihn einfach dazu bekommen habe, wegen dem, dass ich schon Tier 3 hatte und der wurde dann Tier 2. Okay, Panzerung ist klar. Dann haben wir einen verbesserten Rauchgranatensystem. Bedeutet, wir können hier gucken, eine normale Rauchgranate hat 2 Granaten und 60 Sekunden Ladezeit. Unsere verbesserte Rauchgranaten hat 9
Granaten in dem Revolver, aber drei Sch Granaten schießen wir gleichzeitig ab und 3 Sekunden haben wir dann Ladezeit, volle Geladezeit 60 Sekunden. So, jetzt kommen wir zu der Gun, Freunde, die 76 mm. Wir machen Schuss einem, also das ist kein Revolver, zum Glück. Machen Schaden zwischen 225 und 275 und Durchschlag hat es folgendes 223, 1257 Meter in der Sekunde fliegt die Munition. 0,15 ist unsere Streuung, Freunde. Dann Zielerfassungszeit 2,3. Ladezeit 6,3 und das sind dann die Munitionsarten, womit wir schießen können, die vier Munitionsarten. Ja, es gibt normale Panzerbrecher, dann verbesserte Panzerbrecher, die ich jetzt habe, dann Haie und Goldhaie. So, dann 20,0, das ist so, dass man nur 20,0 Grad, wenn man die Steigung des Berges hochfährt, können wir nur mit dem Panzer 20,0 erreichen. Ja, unsere Kanonenschwenkung habe ich schon voll gelesen. 0, also 6,0 und 10,0. Dann haben wir noch verbesserte Optik, die bietet uns ja unsere Streuung wird um 20% reduziert. Dann haben wir noch den verbesserten Ladesystem, was unsere Laden um 10% verbessert. Dann, Freunde, den Motor, da ist eigentlich 72 Kilometer fährt und von 0, von 0 auf 32 kommen wir in 3,4 Sekunden und 44 Dreh- und Wendgeschwindigkeit. Da sind, Freunde, diese Teile sind ja verstärkte Torsionsstäbe. Die verstärken unseren Torsion, also die Ketten. Ja, also sozusagen. So. Das war's von den Modifikationen. Hier können wir noch gucken, also nochmal die Daten ganz genau angucken, was sind und Informationen, das ist halt, das werde ich euch später in PvP erzählen. So, Freunde, jetzt kommen wir zu den Munitionen und zwar sind vier Arten von Munitionen, ich habe nur drei, denn ich habe eine gelassen, das sind die hier, die sind einfach die normalen Munition, hier sind die verbesserten. Wir fangen damit an. Das sind unsere normale verbesserte Munition, denn die machen folgendes Kaliber 76 Schuss eine, Schaden zwischen 225 und 275, Durchschlag 245, ihr seht, um 22 schon verbessert. Dann Fluggeschwindigkeit 1257, 0,15 unserer Streuung, 2,3 ja, Zielerfassungszeit und 6, ja, 6,3 unserer Ladezeit. Und unten steht da noch, dass das einfach verbesserte Version von diesem sind. So, dann kommen wir zu Haie. Und diese Haie-Munition, achso, ich habe das Kosten vergessen, Freunde. Entschuldigung, ich bin irgendwie, kostet uns die Munition schon 103 Dollar pro Schuss. Haie-Munition 190 Dollar pro Schuss, Kaliber 76, Einschuss, Schaden zwischen 68 und 364. Durchschlag
91 war nicht, ja, Durchschlag 91, ja, mittlerer Schaden zwischen 78 und 304 und 64 ist 125. Das ist die Mitte von dem. Und ja, dann Fluggeschwindigkeit 753, minimaler Streuung, Freunde, minimaler Streuung 0,1. 7, 2,5 Zählerfassung und 3,6 Ladezeit. 6,3, Entschuldigung. Dann Bonus. 300% zu, ja, dass wir den Panzer in Flammen setzen. Und 25%, dass wir den Schaden machen an, ja, an Munitionslager, an jeweiligen ja, Mitglieder an Mitglieder und so weiter und so fort, also Motor, Schaden und so weiter. So, noch eine Munition, und zwar die Goldmunition, die kostet am allerwenigstens, ich weiß auch nicht warum. Die kostet uns $38, also macht allerdings ja auch nicht sehr viel her. Freunde, also 225 bis 275 Schaden, 220 nur Durchschlag, fliegt 1082 Meter in der Sekunde, 0,16 Streuung, 2,4 Zählerfassung, 6,3 Ladezeit, ebenfalls 300% zum Flammen und 25% für die ganze Besatzung, Kills und Motor und also ja, Freunde, so gut zu diesem Tank in der Garage. Wir gehen jetzt ja zu PvE, und ich, ja, ich wünsche euch viel Spaß, holt euch Chips und Cola, lehnt euch zurück und genießt die Show. Ich wünsche euch viel Spaß und ich sag's nur, Film ab. Willkommen, Freunde. Operation PvE, Operation Donner. Und ja, ich bin mit meinem T92 LT. Aua! Nein! Nein! Bock mit dir! Ich bin runtergeflogen. Das ist nicht gut. Besonders bei dieser Mission. Das geht ziemlich schnell. Komm. Zurück, da war einer. Dem krieg ich, Freunde. Komm, Ziele. Jawohl. Habe ich doch bekommen. Hört auf, die zu killen, mal. Komm, jetzt in der Mitte. Ich werde das jetzt nicht tun. Ich weiß nicht, was ich mache. Also da. Ich lasse es. Leckt mich, Leute. Ich fahre weiter. Komm. Au, 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 au. Jawohl. Daneben geschossen. Oh. Das war ich hinter mir, ne? Ja, das ist die Sicherheit. Du musst nur holen.
Geh weg, du blöder Idioter! Jawohl. Steht mir voll von der Linse. Okay. Jetzt gehe ich in andere Richtung. Ja, machen wir. So, hier. Fahr mal schneller, Mann. Fahr mal schneller. Was auch immer du bist. Ich will jetzt hier irgendwo. Wow. Gut platziert meinem Ding, ne? Das geht. Gucken wir mal hier, ob da irgendwo Gegner kommen. Und wie? Ah, shit, ey. Ich habe beinahe schon gedrückt, aber irgendwie zu lange gebraucht, bis er geschossen hat. Jawohl. Jawohl. Ich hasse solche schnelle Missionen, ey. Da kann man weder wieder gut Schaden kloppen noch Kills machen. Also die klauen, das Team klaut ja einfach die Kills. Naja, zumindest einem habe ich jetzt. Also Panzer ist super zu spielen. So, mal gucken, was ich gemacht habe, Freunde. Aber ich hasse diese schnelle Mission. So, wir gehen jetzt zu der Statistik. Wir haben gesiegt, aber ich hasse solche schnelle Missionen. Naja, wie gesagt, jetzt wird's abgeschossen alles. Und Sieg. Volle Pulle. Okay, jetzt sehen wir uns in der Statistik in der Garage. So Leute, wir sind jetzt in der Statistik. Ich habe sogar zwei Medaille bekommen. Und zwar Medaille Stern. Ich habe Reputation am meisten bekommen, PvE. Ja, ich habe 12, habe ich ausgescoutet, 9 geholfen, 1179 Schaden gemacht. Wir gucken mal beim Kommando. Ja, Reputation am meisten bekommen, ne? Also nein, das ist der am meisten gekillte mit meiner Hilfe. Das bedeutet, Freunde, per Schaden bin ich sogar gar nicht mal so wenig. Also dritter Platz. Mehr kann ich nicht bei solchen kleinen Missionen machen. Kill sowieso nur einen, leider. Aber Freunde, mehr schafft man in so kleinen Missionen gar nicht. Also 9 Schuss abgegeben, 6 davon getroffen, dreimal daneben geschossen. Trotzdem hoffe ich, dass euch dieser Match gefallen wird. Ja, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ich habe am Ende 538 Erfahrung und 14.438 Geld bekommen. Wie gesagt, Freunde, also ich hoffe, euch gefällt diese Mission, weil dieser Folge, weil mit den kleinen Missionen es ist schwer. Weil dieser Team ist einfach wie hungrige Löwen. Die fahren, die stören einander. Hauptsache, die bekommen Kills. Ja, also
Entschuldigung, Freunde, mehr schaffe ich einfach nicht. So, ja, dritter Platz bei Schaden reicht mir vollkommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss. Likes und Kommentare wie immer erwünscht. Tschüss, Freunde.